Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und freut euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Berufe und dann Juwelierkunst. Und da haben wir das Achievement Fantastische Figuren. Und für dieses müssen wir insgesamt 29 Figuren als Juwel herstellen. Im Prinzip relativ easy. 90% der Figuren könnt ihr einfach herstellen, wenn ihr die Rezepte habt. Ja? Wir wollen jetzt auf die 10% eingehen. Die Prozente sind nicht richtig übrigens, das ist jetzt Milchmädchenrechnung, aber es sind ein paar wenige, die ein bisschen blöd sind und die will ich euch jetzt erklären. Also als erstes braucht ihr natürlich ein Juwe und ihr solltet dann möglichst die ganzen Figuren euch holen. Das sind einige Rezepte über verschiedene Expansions. Die meisten kriegt man beim Händler und oder kann man sich auch im Auktionshaus kaufen. Ein paar von denen kriegt man aber nicht als Rezept. Ich habe jetzt mit meinem anderen Juwe schon mal alle soweit hergestellt, wie ihr seht, bis auf eine. Denn die untersten fünf sind die, wo wir jetzt uns angucken wollen. Ne? Alle anderen könnt ihr euch, wie gesagt, einfach durch Mats herstellen, die ihr auch im Auktionshaus kriegt. Das ist alles kein Stress. Ich denke mal, dafür braucht ihr auch keinen Guide. Aber die untersten fünf, König der Eber, Dämonenpanther, Irdener Wächter, Juwelenbesetzte Schlange, Traumeule. Die laufen anders. Die könnt ihr nicht einfach herstellen, sondern die bekommt ihr über Kataklysmen, über Drops. Ihr kriegt nämlich dann ein Quest-Item, wie ich hier, Figur der Eber. Und mit diesem gedroppten Item könnt ihr dann, wenn ihr ein paar Mats besorgt, euch die Figur herstellen. Ich habe das jetzt hier schon einmal gemacht, seht ihr? Also ich habe die Figur gedroppt bekommen, das ist das Ding hier. Und dann habe ich mir jetzt ein paar Mats aus dem Auktionshaus zusammengekauft und dann können wir die Quest abgeben und kriegen quasi die Figur. Also so funktioniert das prinzipiell. Das Blöde ist jetzt, diese Figuren scheinen nur zu droppen für bestimmte Klassen. Heißt, es gibt halt wie jetzt dieses Eber-Ding, das ist glaube ich ein Stärke-Trinket und es droppt halt nur Klassen, die dementsprechend Stärke benötigen. Jetzt schauen wir mal hier drauf, genau das prockt mit Stärke, also mein Schamane, mit dem ich alle anderen geholt habe, kann dieses Stärke-Teil nicht kriegen. Bedeutet für euch, für diese verschiedenen Figuren müsst ihr halt unterschiedliche Klassen haben. So wie es aussieht, könnt ihr zum Beispiel mit einem Paladin fast alle bekommen. Ja? Also wir haben zum Beispiel, wenn ihr einen Paladin als Juwe nehmt, ihr solltet am besten Kataklysm Juwe auf 25 bringen. Das geht relativ schnell. Dann könnt ihr diese Dinger in komplett Kataklysm gedroppt bekommen. Und zwar kann ich empfehlen, es gibt einen Spot hier in Uldum unten, und zwar wenn ihr Uldum umschaltet, nicht in den BFA Uldum, wo ihr den Zott-Angriff habt, sondern im normalen, haben wir hier oben eine Treppe und in dieser Treppe sind hier große Packs von Mobs, die spawnen auch sehr schnell nach und ich habe jetzt zum Beispiel für die letzte Statue, die ich noch gebraucht habe, 3-4 Packs umgehauen und da war es drin. Also ihr seht, da sind einfach extrem viele Mobs, die immer wieder nachspawnen, da kriegt ihr schnell. Ihr könnt es überall anders in Karte auch farmen, aber hier ist ein recht guter Spot. Genau. Und ich hatte persönlich jetzt schon alle bis auf eine, die gedroppt werden kann. Die habe ich meine alle auf den Schamanen gekriegt, nagelt mich aber nicht drauf fest. Ich habe auf Wir hätten nochmal nachgeschaut, da meinte einer, man kann quasi mit einem Paladin alle bekommen, außer den Demon Panther, also den Dämonen Panther, den hier. Und den kann man mit einer Lederklasse kriegen, zum Beispiel Schurke, Druid, Demon Hunter in die Richtung. Also wenn euch da noch welche fehlen, dann macht es am besten mit einem Paladin und mit einem Lederklasse, zum Beispiel Demon Hunter. Wie gesagt, Juwe schnell auf 25 bringen, dann die Mobs hier umhauen, droppt relativ zügig und dann könnt ihr wie ich hier die Materialien zusammenholen, abgeben und dann müsst ihr das Achievement aufploppen. Mehr ist es nicht und wie gesagt, alle anderen sind eigentlich ziemlich easy. Da habt ihr, wenn ihr sobald ihr die Rezepte euch zusammen gekauft habt, könnt ihr einfach die Dinger herstellen. Braucht einfach nur Materialien aus Maha. Ist aber relativ teuer. Ich glaube, ich habe für alles zusammen ein bisschen über 60.000 gezahlt. Also, da lasst ihr schon das ein oder andere Gold liegen. Die Dinger sind alle seelengebunden, die könnt ihr nicht wieder verkaufen. Also, die landen dann halt leider beim Händler. Was ein bisschen schade ist, aber naja, so ist es. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen ist klar geworden, wie das hier mit den Drop-Figuren funktioniert. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.